Ja, dann würde ich mal sagen, herzlich willkommen zu Keplot. Wie auch immer man das aussprechen soll, ist mir eigentlich auch relativ Wurst. Schöne Musik. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und ich würde sagen, kommt, wir machen einfach mal weiter, ne? Anders geht das ja hier eh nicht voran. Also. Ach, lad noch ein bisschen. Komm, lad noch ein bisschen. Was? Und das ist eh eine Aufzeichnung? Keine oder eine? Das ist eine Aufzeichnung, auf jeden Fall. Also für die auf YouTube ist das eine Aufzeichnung, definitiv. Und für euch live! Ist live, la 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 la. Ich, war brav. Entschuldigt das Ruckeln, aber das ist am Anfang fast immer so. Zum Glück hört das im Spiel dann fast auf, aber auch nur fast. Ich habe die Pferde mal entlassen. Ich dachte mir, die fressen mir eh hier nur die Haare vom Kopf. Hab zu Molly noch Charlie bekommen. Molly hat mich eine ganze Zeit begleitet. Und habe jetzt einen Collie. Nicht namens Molly, aber würde ja passen, oder? Cool, oder? Der hat auch so ein paar Vorteile. Er kann nämlich, also bester Freund, Glücksaura, kritische Chance ist um 5% erhöht. Er kann Sachen tragen und ist freundlich. Also, ne? So wie immer. Kann als Reittier verwendet werden. Ja, ihr seht, er ist auch schon auf Level 4. Weil, wenn man ihn bekommt, ist das so ganz, ganz kleines Pupsi. Wenn man sich da drauf setzt, dann bricht er auseinander. Ihr seht, dass ich coole Klamotten habe. Ich war nämlich so böse. Ich war nämlich so böse und habe einfach ohne euch komischen Grounder erledigt. Das war gar nicht so schlimm. Ich bin nur ein paar Mal gestorben. Cool, oder? Ich und mein Collie. So, aufsitzen. Ja, bei den Groundern gab es denn auch unsere Grounder-Werkbank. Und da konnte ich natürlich jetzt die Umgebungsanpassungsinjektion für das nächste Level machen und meine Tiere noch mal ein bisschen aufwerten. Und dann bekommen wir natürlich echt ein paar Sachen. Das ist geil. Grounder Scharfschützengewehr. Grounder Sturmgewehr. Aber wenn man mal so guckt, 10 Schaden. Gut, kommt natürlich auch auf die Munition an, aber ne, Scharfschützengewehr 70 Schaden. Das ist schon mal ziemlich geil. Genau. Wie bei Elden Ring, bei Melina oder Melania oder wie auch immer die hieß. Was interessant ist, ist hier das Grounder-Samurai-Schwert. Und dann haben wir Grounder-leichtes Outfit, Grounder-Outfit, Grounder-Kampf-Outfit. Die beiden, also das Kampf-Outfit ist schon interessant mit 73. Dann haben wir hier Anti-Mech-Rüstung, die habe ich mir besorgt mit 86. Und dann gibt es hier noch eine Anti-Mech-Platte. Da hatte ich eigentlich vor, meinem Begleiter die zu spendieren. Aber der hat jetzt erstmal meine Silberrüstung, ne? Dann habe ich mir die Grounder Handschuhe und Schuhe gemacht und habe mir die natürlich auch noch ein bisschen aufgepimpt und ja, hallo Chenedra, einen wunderschönen Sonntag. Was? Ja, ich habe euch die Tode einfach vorenthalten. Ich habe sie noch nicht mal für YouTube aufgezeichnet. Aber dafür werdet ihr heute bestimmt noch ein paar Tode erleben. Glaubt mir. Also, ich glaube ganz fest dran. Wir können Landminen erzeugen. Dann hier irgendwie Grounder Traktorstahlkanone. Es greift kontinuierlich nahe Gegner in einem Umkreis von 8 Blöcken an und verursacht 30 Schaden pro Sekunde und verringert ihr Bewegungstempo um 50%. Schon ziemlich geil. Und dann haben wir noch so ein paar Deko-Gegenstände bekommen. Kennt mich ja, ich stehe da voll drauf, komischerweise. So ein Sofa, ich sag einfach mal Dixie-Klo. Aber das ist eine Gefängniszelle. Dann so Zelte. Und alte Laternen, aber die sind gar nicht aus dem Grounder-Büro, sondern da, wo wir gleich mal hingehen werden. Eine Tafel, ein Stuhl, bla bla. Dann haben wir noch einen Grounder-Sessel.
Und bei meinem Deko-Spezialisten konnte ich mir einen Bärenfellenteppich ergattern. Er hatte den endlich mal im Angebot. Ja, ich weiß. Er hat uns die Tode vorenthalten. Ich raste aus. Ja, so muss das aber auch sein, Freunde. Ja, ich weiß, Dano spielt auch kräftig. Und das ist auch gut so. Hat sie auf mich gehört. Braves Mädchen. Braves Mädchen. Das Coole ist, dass wir unten im Level 10 tatsächlich einen Teleporter haben. Das ist unglaublich. Also, den haben wir so entdeckt. Wir haben ein bisschen ausgebaut. Das heißt also, wir können demnächst noch ein paar Leute einladen. Ich glaube, wir haben 17 Leute zurzeit bei uns in der Basis. Aber das ist ja eher alles. Ne? Ach, guck mal hier. Danke. Jetzt muss ich erstmal einen Ort finden, wo ich eine Tasse Kaffee trinken kann. Ja, komm mal vorbei, ne? 18. Oh, die Bienchen sind schon wieder gut am Produzieren. Ich habe ein bisschen geerntet. Hier so Dekomaterial hingestellt und ja. Unten in diesen Bereichen finden wir dann endlich Albtraumäpfel, Albtraumbeeren, komische Hölzer, komische Blumen. Den Pilz hatten wir ja schon. Hier gibt es den Albtraumpilz. Ja, und Bernsteinpflanzen. Die sind ziemlich wichtig, weil alles bei den Groundern irgendwie die gesamte Munition, sag ich schon, die gesamten Waffen und Rüstung, die laufen über dem Bernstein. Da wir soweit eigentlich gut ausgerüstet sind, brauchen wir nur noch ein bisschen Arzneimittel. Da haben wir ein bisschen was über hier. Starke Silberrüstung, Brustrüstung. Das ist die alte Rüstung von meinem Begleiter. Wir haben auch interessanten modifizierten Detektor, der surrt so um uns herum und sammelt alles ein. Und ziemlich cool. Der Rest, der ist, ja, nice to have, ne? Wie alles. Ein bisschen mehr Gold habe ich bekommen. Das heißt, also, wir könnten rein theoretisch auch noch andere Waffen bauen. Und ich denke, bevor wir zu den Max gehen, sollten wir dies auch tun. So, warte mal, hier, warte mal. Huschen wir mal hier rüber. Ja, zu wenig von den Arzneimitteln für meinen Begleiter. Dann nehmen wir das hier mit. Dann dürfte der eigentlich auch wieder ausgerüstet sein. Jo, alles klar. Dann lass mal eben nach Dinner schauen. Weil Essen ist wirklich die halbe Miete, ne? Ja. Gesundheit, maximale Gesundheit um 30 erhöht. Davon haben wir nur noch 2. Süßer Schinken. Nehmen wir noch ein paar mit, ne? Hey. So. Dann haben wir hier, ist um 60 erhöht. Das ist die Obstmarmelade, da haben wir genug von bei. Fruchtsalat, okay, stellt wieder her. 30 Minuten um 10. Ja, Sandwich, ne? Ist nice to have. Nehmen wir mal noch ein paar mit, damit wir sie haben. Um 10 erhöht, maximale Gesundheit. Deswegen ist dieser gefüllte Haworth-Pilz auch so beliebt. 30 Minuten lang ist die Gesundheit um 60 erhöht. Das ist schon ziemlich geil. Wollen wir mal ein bisschen was reinhauen? Tät ich mal so sagen. Dann sind wir auf 270 mit unserer Gesundheit der nächsten halben Stunde. Die Ausrüstungsgegenstände sind eigentlich alle repariert. Und die sind wir mal auf Underground Level 10, ne? Wusch. Da geht's richtig ab. Das ist richtig übel. Moin Spirit. Grüße gerne raus. Ich wollte mit euch hier hin. Holla. Ein sehr komisches Gebiet. Untergrund Level 10, Untergrundüberreste. Und auf Level 7 hätten wir ein Insektornest. Ah ja, okay. Hier oben haben wir noch so einen mysteriösen Eingang. Den könnten wir uns eigentlich mal direkt anschauen. Ja, und auch, es gilt immer noch die Warnung.
Entschuldigt jeden Rotzer, Huster und so. Das ist halt so. Ja doch, ich lasse erstmal Cecile an. So viel passiert uns hier nicht. Ah, hier, so ein mieser Typ. Das ist blöd, dem hinterher zu rennen. Der könnte uns echt Viecher an den Hintern klemmen. Ja, da haben wir nochmal so ein Grounder-Dings hier. Mist, er hat sich weggebeamt und ich stehe mittendrin. Ja, danke. Wie war das mit den Toten, die ihr noch beobachten wolltet? Die sind geil hier, die Fässer. Schnell weg hier. Komm. Ja, vielleicht habt ihr die Chance dazu. Ich bin schon wieder auf 191 runter. Eieieiei. Gut, den Typen habe ich nicht gekriegt, aber gut, auf die Fresse habe ich bekommen. Hier unten ist echt Action, das macht richtig Laune. Nehmen wir uns mal den Apfel hier noch mit. Den guten Apfelsamen. Da gibt es Silber. Hier gibt es noch Beeren. Ja, ich nutze die Eisenspitzhacke, weil der Bohrer, der ist zwar cool. Aber ich bilde mir ein, mit der Eisenspitzhacke bin ich ein bisschen schneller. So. Er macht mehr auf einmal weg und so, aber ob das wirklich schneller ist, ist so eine andere Geschichte. Nehmen wir das Silber mal mit. Dann gucken wir mal eben, was das da unten für ein Portal ist. Aber ihr seht schon, ich brauche demnächst noch ein bisschen stärkere Waffen. Ist zwar schön, dieses Insektor-Ding hier. Aber könnte ein bisschen besser werden. Räusperli. Oh, das ist wieder ein Dungeon. Das ist geil. Wir sind soweit aufgeladen. Warten wir noch, bis unsere Ionenhaut wieder da ist. Und jetzt erstmal schönen Sonntag allen. Schönen Sonntag allen Lurkern. Macht's euch bequem. Es geht hier ganz ruhig ab. So, ich habe auch schon den Trick entdeckt, wenn die mich wieder alleine lassen, also wenn die mir wieder meinen Begleiter wegnehmen, muss ich einfach nur weit genug hochlaufen, dann spawnt der nach. Alter, was ist kaputt mit euch? Was ist los mit euch? Warum bist du so? So. Da ist der Boss. Wow. Okay. Er ist gerade gehalten von seiner Scheißgranate. Das nächste Mal sollte ich statt Cecile dann doch mein Bernsteinschild anlegen, ne, oder? Aber wir sind gut dabei. Hund geht's gut, Replikant geht's gut, mir geht's gut, alles gut. Man muss halt eigentlich nur in Bewegung bleiben. Hey Freunde, lasst mal. Okay, da muss es noch Gegner geben. Ah ja, da drüben. Oh, da ist wieder ein Boss dabei. Blöde hier ist, wenn man zu nah an den Wänden steht, dann schießt er in die Wand. Natürlich unangenehm, ganz klar. Mal Wursten, Alter. Echt. Wieso bist denn du so? Du bist ja echt hardcore gemein. Lass das mal sein, Mann. Stirb. Danke. So.
Da drüben war kein anderes Tor, ne? Die Tore hier sind offen. Okay. Dann wollen wir doch mal schauen. Jo, wir sind durchgedrungen zur Kiste. Und natürlich nehme ich mir ein Haustier. Ich brauche keine Kohle, ich brauche auch keine mysteriöse Fähigkeit, sondern... Wir lassen uns überraschen. Gut. Brauchen wir uns eigentlich nur nach rechts durcharbeiten? Oh, hier gibt es auch nochmal einen Grounder Captain. Heiliger Scheiß. Da hatte ich ja eben Glück. Da hatte ich ja eben Schweineglück. Verdammte Hacke. Eieieiei. Ja, will ich den Grounder Captain nochmal erledigen? Das ist so eine harte Nummer. Weil das sind zwei. Es sind immer zwei. Und das ist so einer wie gerade eben. Der hat links und rechts so Kanonen. Und dann holla die Waldfee. Ey, oh ja. Yeah. Ich glaube, wir gehen erstmal in die Überreste. Da, wo ich auch hin wollte. Wir brauchen nochmal kurz Cecile. Mal darüber. Gucken wir uns mal die Überreste ein bisschen an. Ja, Chinedra. Natürlich. Ich schaff das. Ach, da bin ich mir auch ganz sicher. Und hier bei den Überresten können wir sogar die Wände abbauen. Wir können die, wie heißen sie? Beton. Barrieren, die können wir auch abbauen. Also ich versuche mal hier noch ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Oh, mein Replikant. Ich muss erst mal auf seine Haut warten. Auf seine Ionenhaut. Ich habe auch nochmal in meinem Genpool ein bisschen rummanipuliert. Habe aber diese Entladung auf jeden Fall gelassen. Alter, verdammt. Du hast nachher so viele Genmanipulationen. Die kriegst du ja nirgendwo mehr unter. Wie gesagt, ich möchte mich erstmal hier so ein bisschen umschauen. Bevor wir die Grounder Captain noch holen. Also eben mit links. Die. Go, Grounder. Die Pum-Pum schwingt. Die Pum-Pum schwingt und Go, Grouser singend. Unser Chinedra. Ja. Und durch Zufall habe ich das mit der Haut so geregelt, dass die immer nur 10 Punkte über dem Auslösemechanismus liegt. Also für diese Schockwelle. Da kann ich gar nichts für, das ist aus Versehen passiert. Und ihr seht schon, dieser Überrest dieser Stadt, der ist schon recht groß. Und hier kann man sich verlaufen. Und eine Menge Sachen abholen. Das Schlimme an diesen Blobs hier ist, dass da immer so kleine Viecher rauskommen. Dass er sich also quasi aufteilt. So. Dann bleiben wir mal hier. Das nimmt aber schon wieder überhand hier. Meine Herren. Und taktisch ist es natürlich klüger, in der Nähe meines Replikanten zu bleiben, damit er auch ballern kann. Aber mein Collie ist so schnell. Da
Da kann das schon mal passieren, dass ich außerhalb seiner Reichweite bin. Oh, cool. Endlich am Ende angelangt. Also nur noch eine Straße, zwei Straßen, drei, ein paar Straßen mehr beleuchten. Schade, dass die alten Laternen nicht funktionieren. Also, die kann man ruhig setzen, aber die funktionieren leider nicht. Schade. Meine Herren, Familie Frosch wünscht euch heute aber auch richtig feinsten Sonntag, Freunde. So. Go, go, Grounder Ranger. So. Moin, Crow. Moin, alte Crayer. Wie geht's dir? Schönen Sonntag wünsche ich. So. Oh, oh. He slimed me. Heiliger Bimbam. Hört ja gar nicht mehr auf hier. Ich habe aber auch als Vermutung, dass wenn man dann endlich Man in Black und Man in White geschafft hat, also nach dem Next, glaube ich, ist das ja der Fall, dass man dann hier diesen komischen Mech-Fusions-Dings da bekommt. Und für den braucht man ja dann diese komischen Kugeln, also die man ja auch vorher braucht, um diverse Sachen freizuschalten. Also dass das Spiel mehr oder weniger da quasi jetzt so richtig anfängt. Ähnlich wie bei Elden Ring, ne? Oh, jetzt habe ich zwei gesetzt. Nein! Eieieiei. Das hört ja echt nicht mehr auf hier. Wieder zwei gesetzt aus Panik, verstehst du? Der Panikfackler. Wir müssen ein bisschen vor wie Silent Hill hier. So, unser Blue könnte eigentlich mal ein paar Sachen übernehmen, ne? Ich bin gespannt, was wir da für ein Haustier bekommen. Das wird bestimmt interessant. Fucking interesting. Oh ne, die brauchen wir. Genau, die berühmte Panikfackel. Wer kennt sie nicht? Yo, Crew. Oh, aha. Könnte man ein dickes Schild setzen. Der Typ haut doch eh wieder ab in die verrücktesten Gegenden, oder? Stirb! Okay, mal jetzt erstmal raus hier. Oh. Ja, ist klar. Macht meine Fackel kaputt, ihr Schweine. Alter. Action Man, Action Man. Guck mal, das ist ein Grounder, das auch. Und das sind Zombies. Die Grounder haben coole Granaten und so. Wie gesagt, also bevor wir da an die Max rangehen, sollten wir auf jeden Fall unsere Ausrüstung noch ein bisschen pimpen. So in Richtung Schusskraft. Aber wehrhaft sind wir ja. Was die Abwehrmechanismen angeht. Oh, hier ist noch so eine dunkle Straße. Es ist echt Silent Hill hier. Oh,
Und wenn mich nicht alles täuscht, schießt mein Replikant sogar mit Goldmunition. Okay, der braucht auch bald mal wieder Nachschub. Ich habe hier auch in einem Polizeirevier schon alte Munition entdeckt. Müssen wir mal schauen, ob die vielleicht auch zu verwenden ist oder eventuell nur mit den Grounder-Waffen oder... Wir werden sehen. Schon mal eine Menge Grounder-Schrott und immer wieder Bernstein. Das ist schön. Doch, Crow. Mein Einhorn muss wieder her. Für den städtischen Straßenverkehr muss ein rosa Einhorn her. So einfach ist das. Ja. Kannst du sagen, was du willst? Ist halt so, ne? Und hier scheinbar schon einigermaßen Beleuchtung. Licht ins Dunkel gebracht zu haben, aber ich sehe, da unten sind noch ein paar Ecken nicht beleuchtet. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass man in Silent Hill auf Hunden durch die Stadt ritt und einen Elf mit einer Pumpgun dabei hatte. Siehst du mal, wie dich die Erinnerung trügt. Nein, nicht wirklich. Aber doch. Ne? Also, vage Erinnerungen habe ich daran. Das sind zum Beispiel die Zombie-Krankenschwestern, ne? Ganz klar. Hier geht schon wieder irgendwo was ab. Das Geile ist ja, dass sie sich gegenseitig bekämpfen. Also von daher. Dann haben wir tatsächlich um die Ecke nochmal ein Grounder-Nest. Okay. Eventuell, wie gesagt, guck mal hier, die Waffe ist ja auch schon wieder ein bisschen kaputt. Und wir können da wieder ein paar Upgrades gebrauchen. Ah ja, der hat keine Muni mehr. Was habe ich denn noch für ihn? Habe ich überhaupt noch was für ihn als Munition oder Waffe? Ich könnte ihm Granaten geben. Und wir tauschen mal eben Cecile gegen Bernsteinschild, ne? Dann sehen wir zwar nie, wo wir sind, wenn wir sind, aber wir sind. Ne? Also von daher. Ich habe eh nur noch 11 Fackeln. Replikante. Ja doch, ich habe doch noch mein Schwert dabei, das kann ich ihm doch geben. Why not, ne? Fühlt er sich wenigstens nicht so verlassen, der Kleine. Das hier ist richtig Action, diese Stadt, also. Aber ich wollte mal mit euch hier hin. Ich habe ein bisschen rumgeguckt. Hab da, wie gesagt, auch so ein Polizeirevier gefunden. Deswegen komme ich doch auf Silent Hill. Aber, bin hier noch auf keinen grünen Zweig gekommen, weil ihr seht ja, das ist ja... Man hat ja hier gar keine Ruhe, mal ganz vernünftig und so weiter, mal das Warenangebot zu überprüfen. Da kommen wir ja gar nicht zu, ne? Wird mir ja andauernd bestimmt von irgendwelchen verkaufsgeilen Mitarbeitern. Hier, ne? Kann ich Ihnen weiterhelfen? Haben Sie das schon probiert? Hier, nimm mal davon ein Stück. Nee, lass mal stecken jetzt. Ich will dein Schleim nicht. Ja, das Doofe ist, dass dann El Replicante immer Probleme bekommt, da er so nah am Geschehen ist. Grounder-Shot, beleuchtete Straße. Oh, oh.
So, da ist eigentlich nur noch hier unten die Ecke, ne? Und hier oben ein Teil. Aber was für eine Riesenstadt. Alter Verwalter. Und da oben haben wir auch nochmal ein Portal. Ich war ein bisschen ernüchtert. ja, es gibt einen Respawn in der Welt, aber der ist mir noch nicht so ganz klar. Du meinst von den Monstern und all sowas, ne? Also von den Gegenständen nur Sachen, die wachsen. Der Rest, der ist, der musst du dann später, glaube ich, bauen. Du kannst jetzt ziemlich viel herstellen in dem Spiel. Durch die ganzen verschiedenen Werkbänke. Die diversen Monster, wie hier zum Beispiel, seht ihr, die sind ausgerottet. Da rutscht vielleicht mal was nach von oben. Die Monster hier, glaube ich, die spawnen immer wieder neu. Aber Monster, die zum Beispiel in eine infizierte Stadt gehören oder so, die sind weg, wenn sie weg sind. Die normalen Viecher, die kommen anscheinend immer wieder. Aber die sind halt auch begrenzter, sagen wir es mal so, ne? Da ist auch nochmal ein Portal, verdammte Hacke, Freunde. Jetzt geht's eigentlich soweit gut. Der hat bis jetzt auch nur einmal eine Bandage gebraucht, unser Replikant. Den süßen Schinken hatten wir schon, ne? Die Obstmarmelade hatten wir schon. Tätschmasan. Wir gucken da mal rein. Wenn das wieder nur Geld ist, können wir uns das ja mal mitnehmen. Aber es ist natürlich wieder so eine Arena. Könnte sein, dass unser Replikant hier auch Probleme trifft. Und nicht nur er. Weil er natürlich jetzt in den Nahkampf geht, ne? Sie dabei da oben. Oh, der hat diese Giftaura, der Drecksack. El Replicante. Pimpen wir immer ein bisschen, ne? Geben wir immer ein bisschen was Gutes dem Kleinen. Anscheinend wieder ein Tor geöffnet, okay. Durch. Ich habe noch ein anderes Genprogramm. Jo, alles klar. Spawn around the clock hier. Ah, wieder ein Bobby. Aha. Oh oh. Ich hätte nicht unbedingt bis zum nächsten Eingang gehen sollen, ne? Pimp My Elf, genau. Wow. Gut, nächste Tor ist offen. Wir sind aber nicht so gut dabei. 190, 193, alles klar. Oh, wir haben es aber auch geschafft. Komm, Elf Replikante. Natürlich ein Haustier, logisch. Freunde, was wollen wir denn sonst? So, da unser El Replikante out of ammunition ist, würde ich mal sagen, ja, wir gehen nach Hause, oder? So. Hammer dat. Oh. Jetzt erstmal ein Schlückchen trinken, Freunde, und dann räumen wir in Ruhe aus und treiben Miete ein.